Ja, hallo, hier sind wir wieder mit Bioaktiv TV. Heute sind wir in Bayern unterwegs und auf dem Familienbetrieb der Familie Bruckschlegel. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass wir hier mal reinschnuppern dürfen. Die erste Frage, wie sind Sie auf Bioaktiv überhaupt gekommen? Bioaktiv hat mir ein Kunde und Berufskollege empfohlen, weil wir immer viele Probleme mit der Rührfähigkeit unserer Gülle gehabt haben und unsere Schrappergänge bereits nach dem zweiten Jahr relativ rutschig waren. Und dann hat er gesagt, nimm das mal, das ist gut, und hat mir euren Außendienstler vorbeigeschickt. So wie unser Außendienstler auch gesagt hat, der leider heute nicht anwesend sein kann, haben Sie es ja nicht nur bei der Kühe, sondern auch bei der Kälber im Programm drin. Wir haben das Bioaktiv anfangs eigentlich nur bei den Kühen eingesetzt. Wir sind aber recht schnell eigentlich draufgekommen, dass die Tiere ein besseres Immunsystem gehabt haben, sich einfach wohler gefühlt haben. Sie waren ein bisschen frecher im Melkstand, was nicht immer vorteilhaft ist, aber gesunde Tiere sind halt lebhafter, genau. Und bei den Kälbern hat man ja auch hin und wieder Probleme, dann hat man gesagt, das probieren wir jetzt einfach mal. Und ja, wir feiern schon gute Erfolge, das ist aber eigentlich eher so die Baustelle von der Chefin, die Kälber. Wie setzen Sie dann das Bioaktiv bei der Kälber ein? Also ich rühre das in Milchaustausch immer eine Messerspitze pro Kalb mit rein und das trinken sie dann in der Früh und Abend mit. Wie lange setzen Sie eigentlich Bioaktiv dann schon im Betrieb hier ein? Bei den Rindern setzen wir das Bioaktiv circa 1,5–2 Jahre ein, das war ein fließender Übergang. Auf der Fläche haben wir letztes Jahr getestet. Dieses Jahr läuft Bioaktiv auf 100% unserer Fläche. Wenn wir jetzt im Thema in der Milchkühe rein, was merken Sie vor Unterschieden gegenüber vorher? Kann ich ziemlich genau sagen. Wenn wir früher Gülle gerührt haben, im Frühjahr die richtige Menge von Grünland, dann haben wir Schwimmdecken drauf gehabt von 30 bis 50 cm. Liegt daran, weil wir Tiefbuchsen haben und streuen circa im Jahr 50 bis 60 Großbrocken Stroh ein, trotz Häckselpresse und so weiter. Es haben sich riesige Schichten aufgebaut, das war wie ein Betonteppich. Wir haben oft 1,5 bis 2 Stunden Gülle gerührt. Der Rühraufwand hat sich reduziert auf 15 Minuten bis 30 Minuten. Neben Ihrem Landwirtschaftenbetrieb haben Sie auch einen Agrarhandel. Verkaufen ja, soweit ich weiß, Mineralfutterprodukten und jetzt auch bioaktiv. Mein Leitsatz ist eigentlich schon immer Theorie und Praxis, wir bringen es zusammen. Wir testen eigentlich alle unsere Produkte erst, bevor wir sie verkaufen. Und wenn wir von was überzeugt haben, dann müssen wir es unseren Kunden auch anbieten, weil wir haben auf jeden Fall so überzeugt, dass bioaktiv Mehrwert den Kunden bringt, also deutlich mehr bringt, als es kostet, ja.